Ich möchte jetzt heute das insbesondere für große Daten, insbesondere für Clinical Trials oder auch für Population-Based Imaging demonstrieren und deswegen so der Titel von ja, Masse zu Qualität. Wir haben bei der nationalen Kohorte jetzt seit etwa 4 Wochen online das Datenmanagement, das komplett aus dem Bilddatenmanagement, das komplett in Bremen läuft. Und ich möchte so ein bisschen auf die Details eingehen, wie wir mit diesen Daten umgehen wollen. Nur mal als Beispiel: Im Rahmen der nationalen Kohorte haben wir insgesamt 5 Imaging Sites, die in Deutschland verteilt sind. Diese Imaging Sites liefern dann die Bilddaten nach Bremen. Die werden dort entsprechend verarbeitet. Wenn wir uns jetzt überlegen, sollen 6 bis 8 Freiwillige untersucht werden pro Tag und zwar pro MR-Site. Wir nehmen etwa 6.000 Bilder pro Freiwilligen auf in etwa einer Stunde. Und das bedeutet, wir haben etwa 240.000 Bilder pro Tag, was dann umgerechnet in Datenmenge etwa 120 Gigabyte Bildmaterial ist, mit dem wir an einem Tag dann rechnen müssen. Das Ganze natürlich dann entsprechend hochgerechnet auf ein Jahr, ist man dann schneller, relativ schnell in einem mehrzahligen zig Terabyte Bereich. Und die Daten müssen eben entsprechend verwaltet werden, müssen entsprechend so abgelegt werden, dass man später auch noch was damit anfangen kann. Es gibt manche Vertreter im Big Data Bereich, die der Meinung sind, Qualität macht eigentlich gar nicht so viel aus. Hauptsache, wir haben viel Daten, die können wir dann analysieren. Da sind wir ein bisschen anderer Meinung und wir versuchen das Ganze eben konzeptionell dann auch entsprechend anzugehen. Der erste Schritt, wenn die Daten angehen, die sind erstmal einigermaßen unsortiert, die kommen von 5 verschiedenen Sites, wir müssen die erstmal zuordnen. Die Bilddaten, die bei uns auflaufen, sind generell auch pseudonymisiert und wir kennen das Pseudonym nicht. Das heißt, was wir auch überprüfen müssen, ist das überhaupt ein sinnvolles Pseudonym? Kommen die Daten von einer Site, die jetzt die richtigen Pseudonyme vergeben hat, beziehungsweise umgekehrt, kommt das Pseudonym, stimmt das Pseudonym mit den Daten überein? Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit zu überprüfen, ist das ein gültiges Pseudonym, ohne dass wir jetzt das Ganze auflösen können. Da gibt es dann eine Verbindung zum zentralen Datenmanagement der nationalen Kohorte, um einfach in der Lage zu sein, dann auch zu sagen, okay, dieses Pseudonym wurde heute überhaupt gemessen oder es ist vielleicht ein Tippfehler vorgekommen, was ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist. Und wir sortieren die Bilder dann abhängig von den verschiedenen Bildmodalitäten, die wir aufgenommen haben, aus den verschiedenen MR-Sequenzen, die verschiedenen Kontraste. Wir nehmen insgesamt 4 verschiedene Körperbereiche auf. Das ist Neuro, dann kardiovaskulär, muskoskeletal und Whole Body. Und die werden dann auch entsprechend zugeordnet und einsortiert. Und als nächsten Schritt überprüfen wir dann zum einen, sind überhaupt alle Daten da? Sind die Protokolle so eingehalten worden, wie es ursprünglich vereinbart war? Interessanterweise kommt es immer mal wieder vor, dass es dann doch Abweichungen gibt, dass irgendwie das Protokoll geändert wurde. Das überprüfen wir dann automatisch und es gibt dann eben sofort eine Rückmeldung, falls das nicht passt. Und außerdem wird überprüft, ob die Daten einmalig sind. Sprich, wenn Messungen wiederholt wurden, wird automatisch dann ein Prozess angestartet, der nachfragt, welche der Daten sollen denn aufgenommen werden. Weil nicht zwangsläufig muss die zweite Aufnahme die bessere sein. Und da gibt es eben dann entsprechende Prozesse, die mit solchen Sachen umgehen können. So, wenn das dann alles entsprechend einsortiert ist und entsprechend gesichert ist, gibt es ein Incidental Finding, also Zufallsbefunde, Reading, das zum einen von den lokalen Radiologen gemacht wird, aber es gibt auch eine zentrale Zufallsbefundung in Heidelberg. Und um die Daten dann, ich habe es gesagt, sind 120 Gigabyte, um die dann nicht 5-mal in Deutschland rumzuschicken jeden Tag, haben wir einen webbasierten Viewer entwickelt, in dem die Daten entsprechend angezeigt werden können mit jedem beliebigen Browser.
Webbrowser. Das ist das Einzige, was notwendig ist, ist eben ein entsprechender Internetzugang, der auch gar nicht mal so schnell sein muss. Also wir haben das teilweise auch schon für Demonstrationen dann einfach über ein normales UMTS-Handy laufen lassen, das man dann als Host benutzt, das funktioniert also auch, da reicht die Übertragungsrate vollkommen aus, weil eben die Bilddaten nicht komplett übertragen werden, sondern das, was man tatsächlich sieht. Und das Feeling ist so, als ob die Applikation dann auch direkt auf dem Rechner läuft. Und dort können dann die entsprechenden Befunde eingegeben werden und das ist der erste Schritt, um erstmal sicherzustellen, dass der Proband dann hier keine zufälligen Tumore oder sonst irgendwas hat, sonst gibt es eine Rückmeldung an diesen Probanden direkt. Und dann kommt der eigentlich wesentliche Schritt, weil das Erste, was wir aufnehmen, sind Daten. Wir hatten gerade schon sehr schön gesehen, dass die Daten allein, Ultraschalldaten oder sonst irgendwas, ist eben nur ein Teil. Was wir eigentlich haben wollen, sind Informationen aus diesen Bildern. Das heißt, wir wollen Informationen extrahieren. Und dazu müssen wir so ein bisschen noch verstehen. Ich hatte auch gesagt, Daten sind im Grunde genommen nur beliebige Zahlen, die überhaupt nicht in Kontext gebracht sind. Das heißt, an sich sind Daten relativ uninteressant, für sich allein genommen. Wir müssen schauen, dass wir Informationen daraus extrahieren können, um in der Lage zu sein, Entscheidungen zu fällen oder auch dann weitere Auswertungen zu machen. Und da gibt es die übliche vierstufige Pyramide, wo man eben als Basis die Daten stehen hat und dort dann in verschiedenen Schritten zum einen Beziehungen zwischen verschiedenen Pixeln zum Beispiel herstellt, um Informationen zu extrahieren. Da komme ich gleich noch ein bisschen genauer drauf. Diese Information dann zu nutzen, um das Ganze in Muster einzuordnen, das heißt dann auch langsam Wissen zu generieren und dann als Letztes auch zu versuchen, daraus die zugrunde liegenden Prinzipien zu verstehen. Das ist so der Holy Grail und das ist auch die Idee, die im Rahmen der nationalen Kohorte dann irgendwann mal in ein paar Jahren erfolgen soll. Als Beispiel für ein rein quantitatives Maß habe ich hier drei Bilder aus dem Prätest genommen. Wir haben für die nationale Kohorte einen Prätest gemacht, bei dem die entsprechenden MR-Geräte ausgewählt werden sollten, die angeschafft werden, weil eben 5 absolut identische Geräte verwendet wurden. Dafür haben wir verschiedene Herstellergeräte getestet und mussten dann, um zu sehen, weil Sie sehen schon, die Bilder sehen nicht direkt gleich aus. Also jeder Scanner, jeder Hersteller hat so seine bestimmten Charakteristika, obwohl die zugrunde liegende Physik dann doch ähnlich ist. Das heißt, man muss irgendwelche Maße extrahieren. Zum Beispiel in dem Fall ist es jetzt einfach die Größe der Niere, die dann manuell bestimmt wird. Das Ganze ist natürlich für große Datenmengen nur noch sehr schwer händisch zu machen. Das heißt, man muss irgendwie eine Möglichkeit finden, wie man das Ganze dann auch automatisch macht. Und ein anderer Punkt, der noch viel, viel wichtiger ist, ist, dass das Einzeichnen hier ganz stark auch von den Radiologen abhängt, die die Messungen vornehmen. Und um eben ein bisschen tiefer einzudringen, müssen wir verstehen, wie ein Radiologe denn überhaupt Bilder interpretiert. Also wie ein Radiologe jetzt solche Bilder im Gehirn verarbeitet. Und dazu nur ein ganz kurzes Beispiel oder kleines Beispiel. Wir haben jetzt hier so 2 Rauten, die den gleichen Grauwert haben, die also die gleiche Helligkeit haben. Die können wir jetzt mit A und B bezeichnen. Und wenn wir die jetzt auf einmal in einem anderen Kontext sehen, auch wenn es vielleicht so aussah im ersten Moment, der Grauwert hat sich nicht geändert. Ich glaube, dass jeder jetzt hier im Raum sagt, Raute A ist dunkel, Raute B ist weiß, ist hell. Und um zu beweisen, dass es tatsächlich gleiche Grauwert ist, werde ich jetzt mal anfangen, den Kontext so Stück für Stück wegzunehmen. Und wir blenden es jetzt mal aus. Achten Sie mal auf diese beiden Rechtecke. Sie sehen schon, es wird jetzt schon ein bisschen dunkler. Wir nehmen jetzt noch mehr Kontext weg und jetzt sind die beiden wieder gleich.
Und das liegt einfach daran, dass unser Auge immer den Kontext mit einbezieht und die Bildinformation interpretiert. Das heißt, das Gehirn ist eben sehr, sehr stark im Interpretieren von Zusammenhängen, von einem Kontext. Wenn es aber darum geht, quantitative Aussagen zu machen, also zu entscheiden, welchen Grauwert hat jetzt der eine Bereich, welchen Grauwert hat der andere Bereich, da ist das Gehirn gar nicht gut geeignet. Und deswegen muss man eben eine Möglichkeit finden, solche Bilddaten dann in objektiverer Art und Weise auch auszuwerten. Und wir verwenden dafür eine Computerplattform, die Mavis Lab genannt ist, mit der man grafisch programmiert verschiedene Applikationen erstellen kann, auf verschiedenen Leveln, falls Sie Interesse haben, da ein bisschen weiter einzusteigen, auch in die verschiedenen Applikationen, die man mit dem Tool erreichen kann. Hier auf der Industrieausstellung gibt es einen Stand. Kurz hinter dem Fahrrad fahrenden Skelett steht so ein leuchtendes Gehirn. Da können Sie gerne mal noch, eine Stunde oder so ist da noch Zeit, vorbeischauen, falls Sie Interesse haben, da noch weiter Informationen zu bekommen. Aber auf der Basis werden eben dann verschiedene Algorithmen programmiert, die Informationen extrahieren können aus den Bilddaten und das Ganze eben in der quantitativen Art und Weise, die unabhängig ist von individuellen oder auch manuellen Fehlern. Und was man dann erreichen kann, ist, dass man eben zusätzlich zu bestimmten Größen wie Helligkeit oder Volumen auch Formparameter angeben kann, also Kontext mit einbeziehen und dann quantitative Werte angeben kann. Diese Algorithmen laufen prinzipiell automatisch ab, aber eine ganz, ganz wichtige Sache für automatisch ablaufende Verfahren ist das sogenannte GIGO oder GIGO-Prinzip, das man einhalten muss. Und zwar bedeutet das Garbage in ist Garbage out. Wenn meine Daten am Anfang eben schlechte Qualität sind, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Ergebnisse auf einmal deutlich besser sind. Natürlich kann man versuchen, mit bestimmten Algorithmen noch das Beste aus den Bilddaten rauszuholen. Wenn es aber darum geht, automatisierte Algorithmen zu verwenden, dann muss man auch in der Lage sein, die Bildqualität irgendwie automatisch zu erfassen. Ja, können wir jetzt gehen und was wir machen, ist, dass wir ein mehrstufiges Verfahren haben. Einen hatte ich schon kurz angedeutet, erstmal überprüfen, sind alle Daten da, sind sie einzigartig, welche Daten sollen verwendet werden. Als nächstes sind die Bilddaten richtig akquiriert worden. Haben die zum Beispiel die richtige Schichtführung, haben die richtige Abdeckung und sind auch die Bereiche aufgenommen, die wir tatsächlich in den Bilddaten auch haben wollen. Und das sind die ersten beiden Schritte. Und der nächste Schritt ist dann, sich wirklich anzuschauen, wie sieht denn der Bildinhalt aus? Wie ist die Bildqualität? Das kann von relativ allgemeinen Artefakterkennungen gehen bis zu Qualitätsmerkmalen. Da haben wir verschiedene Tests entwickelt, die Merkmale extrahieren können aus den Bilddaten. Und da gibt es bestimmte Anforderungen. Idealerweise möchten wir natürlich ein Maß ableiten, das möglichst linear uns die Qualität angibt. Ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere bei der MR, ist, dass die Erfassung von bestimmten Maßen nicht zwangsläufig eine Aussage darüber gibt, wie gut Bilder sind. Als Beispiel, wer sich vielleicht mit MR-Bildgebung ein bisschen auskennt, es gibt so schnelle Bildgebungsverfahren wie EPI-Bildgebung. Da bin ich schon zufrieden, wenn ich ein Signalrauschverhalten von vielleicht 20 habe. Und dann bestimmte Artefakte nur zu 5% ausgeprägt sind. Bei anderen Bildern erwarte ich eben, dass das Signalrauschen von sich aus schon viel, viel größer ist. Das heißt also, Maße zu extrahieren, ist der eine Schritt. Der zweite Schritt, der ganz wichtig ist, ist diese Maße dann entsprechend zu interpretieren. Und in diese Interpretation, da geht zum einen natürlich ein, wie sind die Bilddaten prinzipiell überhaupt aufgenommen worden, und noch viel wichtiger, was will ich mit den Bilddaten später eigentlich machen? Weil wenn ich zum Beispiel nur eine rein visuelle
Auswertung machen will, dann sind die Anforderungen an meine Bildqualität natürlich ganz andere, als wenn ich jetzt zum Beispiel verschiedene Gewebearten unterscheiden will und segmentieren will, dann brauche ich eben auch den entsprechenden Kontrast zwischen den Bilddaten. Und deswegen ist eben immer ganz wichtig, auch zu berücksichtigen, in welchem Kontext die Bilder später weiterverarbeitet werden sollen. Und das lässt sich mit diesem System eben entsprechend bestimmen. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass uns die Auswerteralgorithmen jetzt schon sagen können, okay, ich brauche, damit ich die und die Qualität erreichen kann, eine Bildqualität mit den und den Merkmalen. Da wollen wir aber hin. Und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir es auch in den nächsten Jahren dann schaffen können, sodass man irgendwann ein System hat, wo man wirklich sagen kann, ich habe hier die Merkmale, die ich extrahieren will, zum Beispiel Volumen von irgendeinem Tumor, und dann sagt mir der Auswerteralgorithmus, okay, dazu musst du aber die Bilder so und so aufnehmen mit der Qualität. Vielleicht gibt er mir sogar gleich die Protokolle für MR oder Ultraschall oder CT, um wirklich zu sagen, wie die Daten dann im Detail aufgenommen werden müssen. Und dann können wir eben sagen, okay, die Bilder sind gut, die Bilder sind schlecht. Können wir nicht weiterverwenden, oder wir können eben nur mit Abstrichen, also man könnte dann zum Beispiel entscheiden, wie die Bilder weiter ausgewählt werden sollen, die so eine schlechte Qualität haben. Zusammenfassend jetzt bin ich ganz kurz auf das Bilddatenmanagement eingegangen. Ganz wichtiger Punkt ist eben die Möglichkeit, die Bilddaten dann auch beurteilen zu können, Informationen zu extrahieren, und um zuverlässig Informationen extrahieren zu können, muss ich eben auch die Qualität der Bilddaten entsprechend sichern. Und dazu ist eben eine automatisierte Bildqualitätsanalyse notwendig, insbesondere wenn ich mit sehr vielen und großen Datenmengen hantiere. Ein ganz wichtiger Punkt, was wir heute auch schon des Öfteren gehört haben, ist, dass das ganze Workflow optimiert ablaufen muss. Und da halten wir uns üblicherweise an den Master of Workflow, Rube Goldberg. Er hat nämlich einen Vorschlag für einen automatischen Garagentouröffner gemacht, der wirklich ein Vorbild für alle Workflows sein sollte. Der ist hier dargestellt in diesem Sinne. Vielen Dank.